Hey, herzlich willkommen auf Tahuti TV. Hier spricht die Mumie. Grüß euch. Ich dachte mir schon, wenn ich heute das Fußballspiel verpasst habe und diese Blamage der deutschen Nationalelf nicht persönlich mitbekommen habe, weil ich Gäste hatte für Smalltalk und konstruktive Diskussionen, habe ich mir gedacht, mache ich mal Folgendes, nehme ich mal ein Kartendeck von Jane Ruland, die wenigstens nicht im Gegensatz zu einer anderen Dame behauptet, ihre Karten wären eigentlich vom Teufel gemacht worden, ihre Kartendecks, und sie würde jetzt nur noch an Jesus glauben und alle ihre Engeldecks wären vom Teufel besetzt, und Jesus hätte sie auf einen anderen Weg geführt. Mische ich jetzt mal hier die Natur. Karten, die Naturgeisterkarten von Jane Ruland und dachte mir, ich ziehe für die kommende Woche einfach meine Karte. So, und sag euch mal, was diese Karte so spricht. So, das ist die Karte der verborgenen Naturkraft. Guckt mal, das ist die Karte der verborgenen Naturkraft. Was sind denn verborgene Naturkräfte? Wir kriegen sie zurzeit sehr heftig zu spüren. Überall fängt es auf einmal an und Naturkatastrophen brechen auf uns herein. Von einer Sekunde auf die nächste wird es finster, Bäume fallen um, ein Windstoß geht durch und die Zeichen des Himmels erscheinen und die Natur spielt verrückt und beißt wie wild um sich. Tja, verborgene Naturkräfte können aber auch geheime Segensstärkung darstellen. Eine geheime Segensstärkung könnte bedeuten, dass irgendwo, wenn man glaubt, es geht nicht mehr, ein kleiner Segen, ein Lichtlein herkommt, was einem vielleicht durch eine verborgene Naturkraft etwas bringt. Man sagt ja immer, es gibt nichts Negatives, was irgendwann eine positive Wirkung hervorruft. Und das betrifft ja auch Dinge, die mit verborgenen Naturkräften in die Umwälzung kommen. Verborgene Naturkräfte stehen immer dafür da, Altes, was man eigentlich gar nicht als Altes sieht, was aber längst nicht mehr dienlich ist, für einen wegzublasen. So, das bedeutet, wenn man sich dieser verborgenen Naturkraft öffnet, kann man mit dieser Naturkraft in etwas Positives, Neues hineingehen. Jetzt stehen wir ja in dieser Woche vor zwei großen Hexenfeiertagen. Am Donnerstag ist die Sommersonnenwende. Stellt euch vor, ab dem 21. Juni geht es schon wieder auf Weihnachten zu. Die Tage werden schon wieder kürzer. Und am 24. Juni ist dann noch die Johannisfeier. Das heißt, ihr könnt eigentlich mehrfach Feuerchen machen und ihr könnt mehrfach auf die Feuerchen ansprechen. Einmal zur Verabschiedung des Sonnengottes, der sich immer wieder mehr jetzt in sich selbst zurückziehen wird. Und einmal auch als Dank an die Natur für die Früchte, die derzeit reif sind, die man derzeit pflücken kann. Es ist die Zeit zwischen dem 21. und 24. Juni, wo man die grünen Walnüsse für den Walnussschnaps pflückt. Und die Zeit, die man feiert mit Feuer, mit Freunden, mit gutem Essen. Genau auf diese Woche steuern wir jetzt zu. Die Wetterprognose sagt ein sehr heißes Wetter voraus. Jetzt wird es wieder wärmer. Die ganzen Naturkatastrophen ziehen sich wieder etwas zurück. Lassen wir uns mal überraschen und lassen wir uns tragen. Mit diesen Worten schicke ich euch in die kommende Woche, in die Woche der Hexen mit den Festen der Hexen. Und vielleicht schaut ihr einfach mal um euch herum, wo eure verborgenen Naturkräfte wirken und was da so alles um euch herum passiert und sich so ergibt. Ich wünsche euch eine zauberhafte Woche, kommt mir gut rein. Und lasst es euch gut gehen an Sommersonnenwend
und auch an Johannes. Von Donnerstag bis nächsten Sonntag ist die Zeit der Hexen wieder da, um ihre Energien zu entfalten. Ich drücke euch ganz herzlich und schicke euch liebe Grüße und dicke Küsschen von mir. Bis die Tage. Ciao.